Thema Differentialrechnung, hier die Ableitungsregeln. Zunächst mal die Elementarregeln, also wie die Funktionstypen an sich abgeleitet werden. X hoch 5 im Beispiel, die Ableitung davon, 5 mal x hoch 4. Also ganz einfach, Hochzahl, Exponent nach vorne, Exponent um 1 verringern bei dem x. X hoch 2 dann dementsprechend 2 mal x hoch 1. Von x gibt, ist die Ableitung 1, ne, das passt auch zur Regel, auch wenn es kompliziert aussieht, 1, die 1 kommt ja dann vorne hin, das x hat die Hochzahl 0 und alles hoch 0 ergibt 1, also die Ableitung von x ist 1. Bei einer E-Funktion ist die Ableitung ganz einfach, einfach übertragen. Die Ableitung von Sinus ist Cosinus, Ableitung von Cosinus minus Sinus. Manchen hilft praktisch dieser Kreislauf, ne, also so rum ist ableiten. Sinus, Ableitung ist Cosinus. Von Cosinus, Ableitung ist minus Sinus. Von minus Sinus ist dann wieder die Ableitung minus Cosinus. Und von minus Cosinus ist wieder die Ableitung Sinus. Und dann ist mal einmal eben ganz rum. Okay, grundsätzlich die Funktions, also diese Elemente kommen ja nicht isoliert daher, sondern da stehen immer dann Faktoren dabei. Vorne eine Zahl oder plus eine Zahl oder mehrere. Wenn ihr diese Funktion hier habt, 3x², diese 3, die bleibt beim Ableiten einfach drin. Die Ableitung von x² beträgt ja 2x und dann sind wir insgesamt bei 3 mal 2, also bei 6x. Faktorregel, Zahlen mit Mal oder geteilt bleiben. Wenn ihr sowas hier habt, x² plus eine Zahl, dann fällt die beim Ableiten einfach ersatzlos raus. Eine Zahl oder Plus oder Minus mit Plus oder Minus verschwindet. Ganz kurz die Idee dazu. Die Ableitung gibt ja die Steigung an. Und die Steigung von dieser Parabel hier ändert sich dadurch, dass ich die Parabel ja hochschiebe. Eigentlich nicht. Ne? Nur die y-Werte aller Punkte ändern sich, aber die Steigung bleibt gleich. Deswegen hat dieses Plus 2 für die Steigung, für die Ableitung keinen Einfluss. Noch hier, wenn ich eine Funktion habe, die aus mehreren Teilfunktionen, aus mehreren Summanden besteht, dann leite ich einfach jeden Summand einzeln ab. Okay, Thema, wenn es jetzt etwas komplizierter wird, also wenn jetzt nicht nur e hoch x, sondern e hoch 2x dasteht, e hoch kx, dann ist die Ableitung e hoch kx bleibt, aber praktisch dieser obere Exponent, dieser Exponent wird abgeleitet, die Ableitung von kx ist k und genau dieses k taucht dann hier vorne wieder auf. Am Beispiel ist einfacher, e hoch 2x, die Ableitung davon ist e hoch 2x mal 2. Genauso läuft es dann auch bei Sinus und Cosinus. Also Sinus gibt ja abgeleitet Cosinus, kx in der Klammer bleibt, aber dazu vorne mal k. Also am Beispiel Sinus von 2x, Ableitung dazu, Cosinus 2x mal 2. Hier ist genauso, Cosinus 2x, die Ableitung ist dann wieder Sinus 2x, minus Sinus 2x, ne? Die Ableitung von Cosinus ist ja minus Sinus und auch wieder mal 2. Genau, das nennt man die Kettenregel.